Und wir haben ja bei uns hier in Braunschweig ja Arbeitsgruppen, das heißt also, wo wir uns einfach auch dann mal zusammentreffen und über gewisse Themen halt uns austauschen, versuchen Lösungen zu finden. Und jeder hat auch die Möglichkeit, an diesen Arbeitsgruppen teilzunehmen oder eben halt auch mal eine eigene neue Arbeitsgruppe zu schaffen. Und der Helmut hatte eine Idee für eine neue Arbeitsgruppe. Er ist ja aus der alten Friedensbewegung hier aus Braunschweig und das freut mich ganz besonders, dass die Menschen, die früher schon hier für den Frieden gestanden haben, auch heute wieder auch zu uns kommen. Und das ist auch eine Einladung an alle, die für den Frieden stehen, ob es die alte Friedensbewegung ist, ob es Menschen sind, die sich für Monothemen halt stark machen, egal ob das jetzt hier die Asse ist, ob es das Grundeinkommen ist, die einfach für eine bessere Gesellschaft stehen, dass sie hierher kommen montags. Denn wir sind offen für alle Themen, die sowohl für den Frieden sind, als auch für eine bessere Gesellschaft. Kommt alle hierher und teilt euch mit, macht mit und helft uns, dass wir hier mehr werden und dass wir hier eine bessere Gesellschaft hinbekommen und dass wir hier den Frieden weiter verbreiten können. Helmut, bitte. Ja, hallo. Ich hab diese Arbeitsgruppengeschichte habe ich leider ein bisschen verpennt. Ich hatte das dem Rick geschrieben, aber dann fand ich diesen meinen eigenen Anschreiben fand ich nicht mehr. Deswegen, ich habe das vorhin versucht, wieder hinzukriegen. Also die Arbeitsgruppe hat die Idee, die sozusagen zu zentralisieren, die zentralen Geschichten. Es sind ja so viele Probleme, die auf uns einstürzen, jetzt im Moment. Und die zentralen Aspekte rauszugreifen, das wäre das Interessante, und dafür Vorschläge zu machen, wie man die behandeln könnte, wie man die dezentral und zentral behandeln könnte. Das ist eine Idee, wofür wir eine Arbeitsgruppe gründen wollen. Und wir wollen das nächste Woche machen. Wir haben aber jetzt bisher noch keinen Termin. Also nächsten Montag würden wir wahrscheinlich diesen Termin vorstellen. Okay, also das war jetzt nur mal so eine erste Idee zu dieser Arbeitsgruppe. Ich wollte jetzt noch mal vielleicht auch was zu Kobane sagen. Ich hatte jetzt gerade auch was zu Kobane geschrieben. Ich hatte für das Friedensbündnis sozusagen eine Stellungnahme dazu gemacht. Und es ist ja ein großes Problem für die Friedensbewegung, dass in Kobane gekämpft wird und dass dort den Leuten sozusagen Unterstützung angedeihen soll, werden soll. Aber es wird ja gar keine Unterstützung. Also es läuft ja praktisch nicht. Es ist so, dass in der UN-Verfassung eindeutig steht, dass Selbstverteidigung erlaubt ist. Also ein Krieg ist aus Selbstverteidigung möglich. Deswegen darf übrigens auch der Gaza-Krieg ist ein erlaubter Krieg, also ein Krieg der Hamas, dass die Hamas sich gegen Israel wenden, das ist erlaubt. Aber dass Israel die Gaza zusammenkloppt, das ist nicht erlaubt. Also das ist völkerrechtlich, ist das relativ klar. Das kann man bei Pech nachlesen, das wäre also gut. Norman Pech ist ein Völkerrechtler, der auch ein Linker ist, aber eben der überzeugend diese Dinge sagt. Kobane ist jetzt das Problem, halt die Leute verteidigen sich selber, sie sind schwer angegriffen und die Türkei schaut sozusagen zu. Die Türkei macht die Grenze zu und schaut dazu. Allerdings lässt sie anscheinend IS-Leute durch. Die verletzten IS-Leute werden in türkischen Gefängnissen, hörte ich zumindest, behandelt. Also das sind Sachen, die also überhaupt nicht in Ordnung sind. Und während die Kurden, die eigentlich jetzt ihren kurdischen Stammesleuten oder Nachbarn zu Hilfe kommen wollen, die werden anscheinend nicht durchgelassen. Ich hörte allerdings heute von einem Kurden, der sagt, er ist ein Kurde aus dem Irak, ein Peshmerga-Kurde, den ich eigentlich ein bisschen misstrauischer betrachtet habe. Der sagte, ja, es seien aber Peshmerga doch in Kobane. Also möglicherweise läuft da irgendwas. Aber es ist eben eine ziemlich verzweifelte Situation. Aber wenn man eben die Türkei dazu kriegen würde, dass sie die Grenze aufmacht für humanitäre Leute und für Leute, für Kurden, die halt sozusagen helfen wollen, ihren Leuten und ihre Leute unterstützen wollen, das ist völkerrechtlich nach meiner Ansicht eindeutig möglich, während eben das
das Hineingehen mit Armeen in die Syrien ist natürlich völkerrechtlich nicht möglich. Also von daher wäre das ein Aspekt. Ich wollte vorhin, weil die Zeynep oder Zeynep oder wie heißt sie nochmal, Renate heißt sie, glaube ich auch, die sagte, die Muslimen sind eben Gott ergeben, also alle Leute sind, die Muslim sind Gott ergeben. Also von daher ist natürlich bei den Muslims genauso wie bei uns. In Wirklichkeit gibt es da Häresie und alle möglichen Trennungen und Sunniten und Schiiten zum Beispiel. Und die IS zum Beispiel, sagte der Lüders vor zwei Wochen oder einer Woche, der sagte uns, die IS ist eine sunnitische Gruppe. Also das sind sozusagen die alten Sunniten von Saddam Hussein, die da ursprünglich die Regierung in Irak gestellt haben, die sich jetzt schlecht behandelt fühlten durch die Mehrheit der Schiiten. Die haben jetzt sozusagen ihre militärischen Fähigkeiten. Also die IS sind eigentlich gar nicht so religiös. Die Soldaten der IS sind die alten, völlig unreligiösen Offiziere, die halt sozusagen das nutzen, die Möglichkeit nutzen, sozusagen jetzt die sunnitischen Stämme zu einigen. Und die sunnitischen Stämme gibt es in allen möglichen in Ländern. Also von daher ist das eben auch eine Geschichte, wo eben eine Teilung wieder stattfindet. Die vertreiben ja die Jesiden und die vertreiben die Kurden und töten sie und so weiter. Also von daher ist das genauso, wie es in Jugoslawien war, wo die Kroaten, die Serben, wo die Bosnier sich alle gegenseitig zerfleischt haben. Das ist also auch genauso hässlich. Und okay, also ich denke, eine Hilfe ist es oder eine Möglichkeit ist es, dass man versucht, auf unsere Bundesregierung einzuwirken, dass sie die Türkei dazu anhält, dass sie eben Unterstützung reinlassen und dass sie die IS nicht reinlassen dürfen. Würde mir also sehr als erstmal einfallen. Okay, das reicht erstmal.